Und schon sind wir wieder da an einem neuen Tag hier bei Asterix und Obelix XXL. Danke, dass ihr dabei seid. Hi. Hallöchen. So, wir haben es schon in der letzten Folge gesagt. Wir sind jetzt auf Kreta. Auch hier gibt es Römer. Das hat ja schon Obelix und Asterix sehr schnell feststellen können. Ihr seht es immer noch unten, die Aufgabe von den Römern unentdeckt bleiben. Und ich denke, mit Obelix wird das etwas schwer. Es wird ein bisschen schwer werden, weil ihn juckt es ja jetzt schon in den Fingern, dass er da nicht die Römer verprügeln möchte. Was ich mal sagen muss, jetzt einfach, wenn wir das hier mal sehen, wir müssen ja auch ein bisschen auf das Spiel mal drauf achten. Na klar. Ich finde, die Schatten sehen jetzt, so wie wir das gerade sehen, extrem gut aus. Stimmt. Das hast du eigentlich in vielen Spielen nicht so der Fall. Aber ich finde, die Schattentechnik sieht ziemlich cool aus. Und allgemein ist das Spiel wirklich echt cool gemacht. Ich muss ehrlich sagen, als wir vorhin auf Tyros waren, ist mir der Schatten auch schon einmal aufgefallen. Da dachte ich, das wäre irgendeine Stelle, die vielleicht nicht bearbeitet worden ist. Mhm. Aber es war tatsächlich der Schatten. Also als ich dann weitergelaufen bin, war es tatsächlich der Schatten. Aber jetzt, besonders jetzt, ne, sieht man tatsächlich, wow, also da hat man sich Mühe gegeben. Die haben sich wirklich sehr Mühe gegeben, weil man darf ja nicht vergessen, Asterix und Obelix ist ja halt wirklich, wenn wir auch schon in den letzten Parts geredet haben, ein sehr wichtiges Franchise. Und wenn man das verkackt und so weiter, dann ist es schon, naja, hängt schon mehr dran. Da hängt ja schon mehr dran. Ja. Ich habe ja sowieso einfach mal so ein bisschen mal bei den Rezensionen mal geguckt und so weiter. Ich gucke ja sehr oft bei Bewertungen immer nach. Und das Spiel hat wirklich eine Beliebtheit von 89%. Na, überleg mal, wo hast du da geguckt? Google. Google erstmal so ein bisschen. Okay. Und dann auch noch ein paar andere Seiten habe ich geguckt. IGN zum Beispiel. Und überleg mal, Google, bei Google ist es ja echt schwer, eigentlich. Also ja, bei richtigen Portalen. Da fällt es ja manchmal immer sehr nach Marketingstrategie auch so aus, ne? Also da, wo du, da, die Spiele da, wo am meisten Marketing reingesteckt worden ist, die kriegen ja meistens immer eine gute Rezension, ja? Bei Google ist es natürlich dann wieder was anderes, klar. Ganz genau. So, erstmal wollen wir ein bisschen shoppen gehen. Wir haben noch einige Sachen hier noch drin, die wir noch holen können. Ah, Ultratrank. Na dann hau erstmal rein. Den würde ich gerne mitnehmen. Ich habe immer noch das Gefühl, du bist hier der klar bessere Kämpfer. Aber ich trage ja immer den Hinkelstein. Also ich bin ja immer, und ich muss ja auch noch auf Idefix aufpassen. Das ist ja alles noch meine Aufgabe. Und deswegen glaube ich, das ist dann ganz gut, wenn du immer alle angreifst. So, ich habe jetzt einfach mal deinen Schwinger mal ein bisschen hochgemacht. Mein Schwinger hast du ein bisschen hochgemacht? Okay. Ja, wenn ihr das jetzt sehen könntet, der sitzt hier gerade mit Ellbogen auf dem Tisch, Handfläche, also Gesicht in der Handfläche, und der muss sich gerade hier echt zusammen. Der muss sich hier gerade echt zusammenreißen. Wir reden natürlich. Ist das Spielzeug? Ja, okay, nee, okay. Ich hab's ja versucht zu retten, ja. Und du lässt mich ja hier nicht retten. Ist das traurig. Du versuchst. Ich habe einfach deinen Schwung des Hinkelsteins verbessert. Und das hat nur 1000 gekostet. Aber Freunde, wisst ihr was? Ich kann die Situation hier retten. Der muss ich erstmal hier runterfahren. Ja. Okay, also gut. Wir haben hier noch Mega-Energie. Jetzt hast du mich voll angesteckt, scheiße. Mist, okay. Gut, erstmal. Aber ich kann, ja. Kannst du ja den erstmal nehmen. Was ist denn hier eigentlich, wenn man weiter scrollt? Haben wir eigentlich da noch mehr? Da sehen wir die alten Sachen, die wir schon gekauft haben. Alten. Okay. Also Mega-Energies. Das ist sehr gut. Nehmen wir auch mit. Wir haben noch 2-1. Ach, können wir eigentlich doch. Nee, können wir nicht. Dann nehmen wir deinen. Doch. Super Angriff. Ja, doch, wir kriegen alles. Wir gucken mal, wir kriegen alles. So, damit haben wir alles gekauft. Und müssen uns immer heilen, nee, wa? Nee, reicht. Heilen müssen wir uns nicht. Ja, gut, Energy mussten wir uns endlich auch heilen, aber gut, jetzt müssen wir versuchen, irgendwie an den Römern vorbeizukommen. Ja, das wollen wir doch mal probieren. Achso, ich dachte, das sind Kisten, die man zerschlagen kann. Warte mal, können wir jetzt. Also, guck mal, so müssen die stehen. Ach du Scheiße. Oh, warte, die drehen sich um. Ja, aber wie weit laufen sie? Laufen sie bis zu dem Grün? Ne, pass auf, einfach, wenn sie sich um. Achso. Die laufen nur bis zum Grün. Aber da hinten ist noch was. Ja, wir müssen, glaube ich, direkt am Ufer bleiben, ne? Boah, was ist denn hier los?
jetzt auf den Stegen eigentlich noch irgendwas? Wir müssen mal gucken, ob hier noch was ist. Wir müssen aufpassen, dass hier auch keine Römer irgendwo sind, aber nee. Ah, guck mal, hier ist enger Kiem. Da hinten, so guck mal, da hinten war ein Lorbeerblatt, hast du gesehen? Da hinten. Ja, geil, okay, ja. Müssen wir vergessen. Müssen wir vergessen, also. Ist dein Ernst, ja? Ey, ich hasse diese Kamerafahrten. Ist dein Ernst? Ich hasse diese Kamerafahrten. Sagt man die Kreter oder die Kretins, Asterix? Mir ist es lieber, wenn du gar nichts sagst, Obelix. Die Kretins. Oh. Okay. Was soll das denn? Moment. Die laufen bis zu dem. Oh, die laufen echt bis zu dem Grün. So, jetzt, schnell. Das war gut, jetzt haben wir uns nicht gesehen. Jetzt fühle ich mich gerade so wie ein bisschen bei Metal Gear Solid. Ja, oder? Wollte ich auch gerade sagen. Man kennst du noch die alten Assassin's Creed-Dinger, wo du halt tatsächlich unbemerkt bleiben musst? Ja. Für heutzutage ist es ja tatsächlich so, da kannst du ja aussuchen, ob du eher schleichst und alle umbringst, abmetzelst. Richtig. Oder ob du einfach nur drauf los hiebst, quasi. Richtig. Finde ich natürlich sehr spannend. Also, können wir da vorbei? Können wir das davon machen? Okay. Irgendwas? Nee, hier, da kommst du nicht lang. Ich würde gerne nochmal ein bisschen rechts nochmal mich umgucken. Wenn dann links, oder? Nein, ich doch. Nein, die fix nicht jetzt! Und, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das tut mir leid, das war jetzt mein Fehler. Nee, ist alles gut. Ich glaube, wir müssen halt den Hund, auch wenn du es nicht hören willst, müssen wir den Hund einfach mal ignorieren. Ja, müssen wir leider, ja. Boah, haben wir, aber wir haben doch alles schon drüben, oder? Warte, Moment. Nein! Oh, ist das mies. Oh Mann, ey, ganz ehrlich. Jetzt haben wir auch alles verloren. Okay, gut, wir dürfen also nicht erwischt werden und dann... Zwischenspeicher, hast du das hier eigentlich schon geholt? Das hast du alles, ne? Das hat er alles übernommen. Okay, alles klar. Ja. Okay. Die hat alles übernommen. Weil die haben wir gekauft, bevor wir losgelaufen sind. Okay. Gut, gleiche Taktik wieder. Erstmal hier am Strand langlaufen. Also eigentlich bleibst du einfach nicht auf dem Steg. Ich mach das auf dem Steg, dass du hier runterfällst, Kollege. Ja. Aber das würde ich gerne holen. Also ich würde jetzt... Also so böse, wie es jetzt klingt, jetzt muss uns leider wirklich die Person jetzt mal ganz kurz auch mal auch in Schutz nehmen. Ich würde jetzt nicht gerne alles hier einsammeln. Ja, aber hinten, wir brauchen wenigstens das Lorbeerblatt. Das holen wir auf jeden Fall, das holen wir uns. Ja, aber ich will jetzt nur die anderen Sachen... Sagt man die Kreter oder die Kretins, Asterix? Mir ist es lieber, wenn du gar nichts sagst, Obelix. Wir müssen bis die kommen. So, dann war es das schon mal erledigt. Wir holen trotzdem einfach alles. Jetzt haben wir hier Ruhe. Jetzt haben wir hier Ruhe, ja. Also wir müssen auf jeden Fall nach oben. Also da, wo die Typen da langlaufen. Da müssen wir lang. 12 Stück. Hier sind 12 Stück wieder überall. Das Ding wird bestimmt genauso groß sein wie Tyros, oder was glaubst du? Denke ich mal auch. Das ist das Problem. Wie wollen wir hier durch? Wir wissen ja nicht, was da so... Ah, okay. Ah, guck mal, wir müssen hier lang. Hier lang. Komm. Hilfix, halt die Fresse. Halt. Es gibt auf dieser Insel nichts zu essen, Asterix. Das nennt man die Kreta-Diät, mein lieber Obelix. Haha, du dumm dich. Aber ich glaube, wir können uns hier nochmal umgucken, wenn wir die Story hier sozusagen beendet haben. Was ja ganz viele nicht wissen. Story. Das sieht schön aus. Danach. Diese ganzen roten Ständer. Nicht wahr, Obelix? Solche haben sie nicht einmal in Rom. Naja, diese Ständer sind weitaus weniger schön als mein Hinkelstein. Nicht wahr, mein Hinkelstein? Kannst du mal aufhören, mit dem Hinkelstein zu reden, als wäre er ein Haustier, Obelix? Das ist wirklich peinlich. Ich rede mit meinem Hinkelstein so, wie ich will. Und wenn Herr Asterix eifersüchtig ist, kann er sich ja einen dieser roten Ständer nehmen und mit ihm sprechen. Idefix, misch dich jetzt nicht auch noch ein. Ich bitte dich, Obelix, fang nicht schon morgens an zu schmollen. Los, komm, mein Hinkelstein, wir gehen. Aber jetzt mal unter uns, du lachst dich tot. Wegen einem Zweideutigen, ja, und jetzt knallt er hier noch einen Zweideutigen raus. Ja? Oh Mann. Aber eigentlich müssten wir jetzt in die gegengerechnete Richtung laufen. Du läufst da lang, ich lauf hier lang, oder? Weil Herr Obelix ist ja wieder am Schmollen. Ja, das stimmt. Das heißt, da muss man ihn eigentlich in Ruhe lassen.
Aber was ich gerade noch sagen wollte, wir sind ja hier auf Kreta und viele sehen ja, wenn du verlinkst mich ja regelmäßig unter jedem Video. Was aber viele nicht wissen, nicht nur weil er ein Hahn ist, sondern Gallus ist ja der lateinische Name für Hahn. Ja, und Kreta? Hä? Hä? Was? Komm, hast du verstanden, oder? Komm. Nein. Kreta? Hahn? Kreta? Ach so! Ja. Oh, oh Gott! Ja, Entschuldigung. Ich werde geübter sein. Guten Tag, alter Mann. Sind Sie der Einsiedler, der ein Fragment dieses Hinkelsteins hier besitzt? Ja, ich bin Irsinnis der Weise und... Ein Fragment? Welches Fragment? Ach ja, das Fragment. Wenn ihr mir eine Frage zum Fragment stellen möchtet, müsst ihr zuerst meine Frage beantworten. Ja. Also, frag uns, was du willst. Wir antworten. Das Rätsel. Das rätselhafte Rätsel. Er ist ein bisschen vage, dieser Krete. Von welchem Rätsel spricht er, Asterix? Hört euch das Rätsel an. Hier ist das Rätsel. Ich bin ein Lügner. Wenn es wahr ist, ist es falsch. Wenn es aber falsch ist, sage ich die Wahrheit. Müssen wir jetzt sagen, ob es wahr oder falsch ist, Asterix? Wenn wir die Wahrheit wollen, ja. Aber wenn wir sagen, dass es wahr ist, obwohl es falsch ist, liegen wir eventuell falsch. Und wir wollen ja nicht falsch liegen, nicht wahr? Die Antwort deines Rätsels lautet, Irrsinnis, dass es immer schwierig ist, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Gute Antwort. Die Runde geht an den kleinen Bärtigen. Bravo, ihr habt die Prüfung bestanden. Was wollt ihr wissen? Naja, wo sich das Fragment befindet. Wie ausgemacht, Irrsinnis. Ach ja, das Fragment. Wo ist das Fragment? Das ist die Frage. Es wäre gut, wenn Sie sich ein bisschen konzentrieren könnten, Irrsinnis. Die Zeit drängt und... Die Kluft. Nur die Kluft, die pufft. Und hinter der Kluft ist der Abgrund. Und im Abgrund... Das Fragment. Das Fragment ist in diesem Abgrund? Das habe ich doch gerade gesagt. Ihr seid nicht sehr aufmerksam, Gallier. Aber wo genau in diesem Abgrund? Wo? 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 Ich bin kein Kauz, also redet mit mir gefälligst in einem anderen Ton. Das Fragment ist im Abgrund verloren gegangen? Nehmt euch vor dem fluchbeladenen Labyrinth in Acht, ihr armen Irren. Los, komm, Obelix. Wir lassen Irrsinnis sich ein bisschen ausruhen und schauen uns einmal diesen Abgrund an. Bisschen viel Sonne abbekommen, der Kollege. So ein bisschen viel, ja. So genauso wie die Prüfung fand ich auch sehr komisch. So zum Beispiel, sie erinnert mich an eine Prüfung, die Astro und Obelix auch mal gemacht haben. Welches dieser beiden Wäschehäufchen ist mit Olympia, dem Weichmacher der Götter, gemacht worden? Erobert Rom. Das hier. Es ist so weich wie eine Feder. Ja, er hat recht. Diese Wäsche ist weich wie eine Nagel. Nee, so hart wie eine Nagelfeile. Die Götter mögen es nicht. Aber mit Olympia. Wollen wir noch ganz kurz noch ein bisschen umgucken, weil ich wollte mich da hinten nochmal. Wir wollen noch den Knochen, den Knochen. Den Knochen, den Knochen. Wir wollen doch den Knochen, den Knochen, den Knochen. Wir wollen nur den Knochen. Wo waren hier ein Knochen? Der war hier, glaube ich, irgendwo. Also ich hätte angefangen zu schnüffeln. Wo ist denn eigentlich der Klinik? Der liegt schon wieder. Hä? Ich habe ihn gerade gehört. Der war irgendwo links. Oder wir machen es einfach folgendermaßen. Wir gehen einfach in das Labyrinth und gucken. Hoppen. Entschuldigung. Das war einfach mein Gespür. Wir kommen da gerade nicht müssen, hoch. Wir müssen wieder da rüber die gehen. Andere Treppe, mein Gott. Wir müssen die Treppe nehmen. Müssen wir da rüber. Die Treppe hoch. Die Treppe da hoch. Wir können doch da lang, warum nicht? Ich gehe die Treppe hoch. Die Treppe hoch. Bin ich aber jetzt hier so, ne? Und jetzt Sprungschanze? Okay, wow, das war jetzt irgendwie verkackt. Dicke Ding ist zu weit. So, auf ins Labyrinth! Jawohl. Labyrinth? Was Labyrinth? Hat doch gesagt, das ist ein Labyrinth. Und achso, da müssen wir jetzt durchlaufen. Schluft. So. Da, wo geht's? Ach, da geht's raus, da müssen wir da lang. Achso. Da, das letzte... Oh, weißt du, sowas hätte ich mir gewünscht, wenn wir das die ganze Zeit hätten. Wieso was denn? So ein Dungeon hier, sowas. Achso.
Obelix. Ach so. Hm? Ich glaube, wir sind im Labyrinth des Minotaurus. Wenn du den Eigentümer dieses Ortes kennst, Asterix, können wir ihn doch fragen, ob er weiß, wo sich das Fragment befindet. Der Minotaurus ist halb Mensch, halb Stier. Ich kenne ihn nicht persönlich. Kein Zweifel, dass Irrsinn ist hier das Kristallfragment und vielleicht auch seinen Verstand verloren hat. Halb Mensch, halb Stier? Ich bevorzuge einen Stier am Spieß, und zwar einen ganzen. Die spinnen, diese Einsiedler. Asterix, mein Hinkelstein sagt mir, dass wir aufpassen sollten. Obelix, hör auf damit. Hinkelsteine sprechen nicht. War das nicht klar, dass es passiert? Was für ein Fall. Geht es euch gut? Idefix und mir, ja. Aber mein Hinkelstein vibriert etwas komisch. Naja, also ich merke keine Vibrierung, Vibration im Controller. Ich auch nicht. Ich hatte nur gerade irgendwas im Kopf, was ich eigentlich jetzt gerade nicht sagen wollte, weil wir wollen ja ein bisschen... Schon wieder. Ne, wir wollen ja ein bisschen jugendfrei sein. Oh je. Das nehmen wir schon wieder vor, ja. Also wenn jetzt Hinkelsteine anfangen zu vibrieren, dann nennt man die auch die mittelalterlichen Dildos oder was? Wenn dann Vibratoren. Dildos ist natürlich... Ja, aber das gibt auch... Eher tote Wurst. Oh, ich bin gerade irgendwo runtergefallen. Oh je. Ich werde zu viel gesoffen und mir wieder nichts abheben, ja, Kollege? Ich glaube, ich weiß, welche Fähigkeit wir hier kriegen. Fliegen. Nein. Schade, was sonst? Kraft. Guck mal. Was ist denn das? Ist ein Magnet. Jetzt bin ich mal gespannt. Das letzte Fragment. Der Kristallhinkelstein ist vollständig, Obelix. Wenn das keine gute Nachricht ist, wir können endlich nach Hause und ein paar Wildschweine essen. Unter der Erde zu sein, macht mich hungrig. Beim Teutates? Der Kristallhinkelstein befiehlt jetzt die Metalle zu sich. Glaubst du, er kann auch 2 oder 3 Wildschweine bestellen, Asterix? Red nicht so einen Quatsch, Obelix. Ich habe gesagt, dass der Kristallhinkelstein das Metall anzieht. Dieser Stein ist wirklich erstaunlich. Interessant. Ich frage mich, ob dein Hinkelstein uns nach oben bringen kann. Mein Hinkelstein kann alles, Herr Asterix. Er muss auch immer irgendwie Streit anfangen, oder? Ey, aber auch schön, dass ich wirklich dieses Magnetsymbol nicht gesehen habe, ja? Oh, mega aufmerksam, der Typ hier, der hier neben dir sitzt. Oh, alles in dieser kryptischen Grotte ist unbeschreiblich, Obelix. Die Säulen sind kolossal und die Höhle ist gigantisch. Sie müssen ganz schön groß gewesen sein, die Architekten damals, Asterix. In dieser Gestalt kann der Kristallhinkelstein mit Metallen mit reagieren. Ich glaube, das reicht einfach nur, wenn du läufst. Ah, nee, doch, du musst die herziehen. Ah, okay. Interessant. Und ich glaube, ich weiß, von wo die Stimme von Asterix herkommt. Ich glaube, ich weiß das. Ich habe jetzt tatsächlich nicht drauf geachtet. Also bis jetzt noch gar nicht so richtig drauf geachtet. Ne? Ich kenne sie nur aus einem anderen Spiel, und zwar von Deponia. Gibt es einen Typ, der heißt Wenzel. Okay. Und der hat die gleiche Stimme wie Asterix. Nur halt, der Asterix ist ein bisschen hochgepitcht. Habe ich das Gefühl. Okay. Ach du Scheiße. Ja, setz mal ein. Ach, guck mal, jetzt müssen wir uns hier den Weg... Warte mal. Setz mal jetzt ein. Aha, okay. Was ist los, Obelix? Du siehst nachdenklich aus. Das ist diese neue Kraft, Asterix. Ja? Erinnert mich an Magnetix, den Droiden. Auch eine Anspielung auf den neuesten Teil. Da gab es einen jungen Droiden, der hieß Magnetix. Der hat sich so einen Trank eingenommen und auf einmal konnte der halt alles, alles Magnetische kam auf einmal auf ihn zu. Ah, okay, da musst du... Machen wir nochmal. Jo. Jetzt wieder. Nee, war falsch. Achso, oh. So, jetzt machen wir das ganz kurz. Moment. Weichen bist du unten. Ah, okay. Ich überlege gerade...
Ah! Okay, alles klar. Jetzt musst du rüber. Musst du da rüberkommen. Jetzt musst du den Hinkelstein so bewegen, dass du die Plattform nicht aktivierst, bei wo ich drauf stehe. Ja. Hab ich das geschafft? Ja, du hast es geschafft. Mich so bewegen? Jetzt muss ich aber. Ich darf mich aber jetzt nicht bewegen, weil sonst sterbe ich. Ja, du musst den. Sitz einfach. Sitz dahin, okay, oder so. Du musst runter. Jetzt darf ich sogar hoch. So, du musst runter. Jetzt musst du den hier aktivieren. Du hast es vorhin geschafft, nicht so doll. Achso, okay. Machen wir jetzt nochmal. Sehr gut, okay. Zack, zack, so. Jetzt musst du. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich muss hier erstmal meine Sachen kurz machen. Ja. Ah. Okay, jetzt musst du hier. Ja. Jetzt musst du wieder dein Magnetfeld wieder machen, aber nicht so doll. Okay. Sehr gut. Perfekt. Und jetzt kommst du einfach rüber. Nicht ganz. So, oben okay. Kannst du erstmal ein paar Dinger holen. Ja. Wunderbar. Sehr gut. So, und jetzt müssen wir wieder... Wollen wir uns erstmal umgucken, oder? Weil ich komme ja wieder hoch. Ah, ach so, ich verstehe. Du musst... Oh, das wird jetzt schwer. Das könnte ein bisschen schwerer sein. Du musst hier auf die Mitte. Da kannst du rauf. Ja. Jetzt musst du dich ein bisschen beeilen. So. Und jetzt muss dann noch die Platte da noch raus. So, und so. Jetzt hol ich die erstmal rüber. So, dann beenden wir den Part, liebe Freunde. Und das mit Edefix machen wir dann im nächsten Part, würde ich sagen, oder? Oder wollen wir den noch ganz schnell holen? Ja, wir holen ihn noch ganz schnell. Und er hier? So. Kommt da irgendwie nicht hoch. Na? Na, wo ist der? Wo ist er? Oder ist der wahrscheinlich... Ja. Da ist er. Gut, dann sagen wir auf Wiedersehen, bis zum nächsten Part. Eure beiden Durchgeknallten. Ja, die richtig Durchgeknallten. Ja. Ciao. Tschüss.